Es rennt das Paulchen durch die Stadt, weil ihn ein Mann verwechselt hat mit einem Hund. Der Mann heißt Sprenger und ist der städtische Hundefänger. Nur ist er ganz umsonst gerannt, denn plötzlich steht er vor einer Wand. Und hinter ihm der grimme Sprenger. Das Paulchen zaudert da nicht länger und denkt sich, nichts wie weg, ich laufe. Und kommt vom Regen in die Traufe. Na nu, denkt Paul, wo bin ich? Wo? Ist das vielleicht der städtische Zoo? Auf Zehen schleicht er sich zur Türe, dass er die Wahrheit rasch erführe. Da sieht er auf dem Korridor zu seinem Schreck Klein Elinor mit großer Nase Hüpfseil springen. Nun scheut der Paul von allen Dingen die Kinder. Und aus gutem Grund. Im Garten wartet noch der Hund. Mucksmäuschenstille, steif und steil verharrt er, da trifft ihn der Pfeil des Bruders von Klein Elinor, der auch spielt auf dem Korridor. Verkleidet ist er als Indianer, heißt Fritz und ist sonst Sekundianer. Er hat ein diebisches Vergnügen am heimlich Rauchen und am Lügen. Doch allen diesem zieht er vor den Streit mit Schwester Elinor. Den Vater, der die Zeitung liest, der laute Händel arg verdrießt. Auch er geht auf den Korridor zu Fritzen und zu Elinor. Und des Erzeugers drohender Finger verweiset streng die frechen Dinger. Zum zweiten Male in der Kiste denkt Paulchen, ach, wenn ich nur wüsste, ob ich's mal andersrum probier. Und schleich mich durch die Hintertür. Doch wieder mit gefletschtem Zahn knurrt ihn des Hauses Hüter an. Und wieder stößt der sich die Stirn, das schmerzt im nicht vorhandenen Hirn. Inzwischen sieht man Paulchen hier verharren an der Küchentür. Es tropft der Speichel, knurrt der Magen. Er glaubt, er könnte vielleicht wagen zu stehlen aus dem Frigidär etwas, da nirgends irgendwer. Der Paul erschrickt. Es naht Herr Abel, sieht hoch erfreut den Sandwichstapel, um sich zum Kühlschrank zu bequemen, sich ein Glas Milch dazu zu nehmen. Inzwischen hat der Hund beschlossen, Paul zu verfolgen, unverdrossen, rast durch den Keller zu dem Zwecke die Treppe rauf und um die Ecke, stürzt in die Küche im Moment, als Abel gerade die Tür zuklemmt. Der Hund sitzt da und glotzt vertiert. Herr Abel blitzschnell kombiniert, ein Sandwichstapel plus dem Nero ergibt als Gleichung 0. Gleich 0. Die Rache für den Schabernack ergießt sich aus dem Murmelsack. Er will noch schnell um Hilfe rufen, da sieht der Paul die Treppenstufen und schmerzhaft auf ganz üble Weise geht es hinunter auf dem Steiße. Dort auf dem unteren Korridor naht hilfreich sich Klein Elinor mit Tütata und Krankenwagen, den arg Blessierten wegzutragen. Er muss ins Krankenzimmer rüber. Die Schwester misst gleich eifrig Fieber, der Nero, noch auf Paulchen sauer, liegt an der Ecke auf der Lauer. Doch als er so den Paul erblickt, hat er einen schönen Schreck gekriegt.
Bärbel eigentlich kein Dofer, sieht Paul sich lümmeln auf dem Sofa und denkt sich nichts. Dann denkt er Stopp. Dann reißt es ihm herum den Kopf, dann kommt der Hund durch den Kamin, noch auf der Jagd, dann sieht er ihn, dann flieht er eilends übers Dach, dann schnappt ihn sich Herr Abel, ach, nun wird der Ärmste angebunden, als Unrecht ganz bestimmt empfunden. Und dann geht er wieder in das Haus. Der Paul an ihm vorbei geht raus, dann ist die Wut bei Abeln groß, dann schneidet er den Nero los. Und dann, ja was, und dann läuft Paul so schnell weg, wie er kann.